Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime im letzten Part. Nein, ich drücke meinen falschen Knopf. Ich glaube, ich muss da oben hin. Im letzten Part hat uns der Anzug gesagt, wo wir lang mussten, allerdings erst, nachdem ich schon selbst wusste, wo es lang geht. Dieses... Mein Joystick ist das echt bescheuert. Ja, und wie? Vielleicht geht's so besser. Hör mal auf, Bällchen. Mann, ich krieg das mit dem Ball nicht hin. Nein! Oh! Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Nein! Das könnte dauern. Wenn es zu lange dauert, klatsche ich Taumusik rein, weil im Ernst. Ich muss mich aufsetzen, vielleicht sehe ich besser. Da muss ich rein. Oh, Mann. Das mit Boostball muss ich echt noch lernen. Ich meine, gut, ich werde jetzt keine Musik reinklatschen, weil so lange hat es nicht gedauert, aber... Danke. Ich wette, diese Boostball-Dinger kommen öfter. Ich muss es definitiv üben. Ah! Ja, ich weiß, Missile-Vorrat ist erschöpft. War ich hier schon mal? Moment. Nein! Komme ich nicht mehr zurück, ach verdammt.
Ach, scheiße. Ja, da unten ist Speicherpunkt. Danke schön, aber... Moment. Vielleicht... Was ist das? Was Schönes, was Geiles. Komm, gib's mir. Space Jump Boots. Bitte B drücken, dieses Bitte, um zu springen. Und während des Sprungs einen zusätzlichen Sprung in Space Jump Boots zu machen. Bitte nicht B drücken. Also ein Doppelsprung. War der Space Jump nicht eigentlich so, auch ich springe zig Millionen, tausendmal hintereinander und wirbel in der Luft wie verrückt. Hier ist einfach nur ein Doppelsprung, dann ist das aber irgendwie schwach. Aber naja, besser als gar nichts. So, und jetzt wirft sich mir eine neue Frage auf. Wo muss ich jetzt bitte hin? Brauche ich denn Missiles? Ah, jetzt kann ich diesen Weg hier nutzen. Schön. Ich sehe nichts. Bin ich? Achso. Ah! Ach, ich drück alles Mögliche falsch. Wo war die Karte? Nein, nein. Z. Sollte ich mir merken, ich Trottel. Plasma Beam, okay. Höhlen von Magmor. Moment, da war ich gerade. Abstützstelle der Fregatte. Icebeam, da komme ich aber auch nicht hin. Schausurinen. Ich glaube, ich muss zurück nach Magma, oder wie? Ja, da wäre ich da komme ich aber nicht hin. Da ist nix. Dieses kleine Dings da oben, aber nützt mir so gesehen auch nicht viel. Höhlen von Magmor. Ne, da war die Eiswüste. Moment, dann komme ich von. Ne, da komme ich von den Chausurien. Dann gehe ich da, da. Da rechts ist noch ein Weg. Müsste ich von den Chausurien aus da reingehen. Überwachungsstation. Oder da von der Tal- und Oberwelt. Aber da ist auch noch ein Weg. Na gut, dann gehe ich zurück in die Höhlen von Magmor. Das heißt, ich muss jetzt... Ne? Geradeaus weiter. Natürlich war es da oben. Mann, überall Feinde, lasst mich in Ruhe. Natürlich springen wir voll in den Gegner rein, fast. Nein, drüber. Ach, Doppelsprung ist schon praktisch. Space Jump an... Au. Space Jump an sich wäre zwar besser, aber Doppelsprung ist auch nicht schlecht. Nein, Mistviech, lass mich in Ruhe. Hallo, ich will da raus.
bin ich in dieser komischen Wurzelschlucht. Das heißt, ich muss jetzt nach unten. Au. Da oben muss ich noch nicht hin. Nö, 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 nö. Ich glaube, hier bin ich richtig. Au! Lasst mich doch in Ruhe. Es gibt immer so verschiedene Nächte, wo ich... Also es gibt immer so Nächte, wo ich verschiedenes Zeugs aufnehme. In einer Nacht zum Beispiel nehme ich nur Technomage auf, in einer anderen Nacht nehme ich nur Planescape Torment auf und in der heutigen Nacht nehme ich eben Metroid Prime auf. Ich habe jetzt schon mehrere Folgen. Da muss ich hin. Hallo, wenn ich... Danke. Stimmt, aber ja das. Nee, da muss ich gar nicht hin. Noch ein Teil, was uns fehlt. Das heißt, ich muss jetzt... Wo lang? Die Eiswüste von Pendrana, glaube ich. Das heißt, da durchgehen und dann da oben. Ah, hier kann ich einfach durchradieren. Okay. Tschüss, Drache. Au! Ich habe dir sogar Tschüss gesagt und du... Na, warte, du Arsch. Du sollst den Tod verdienen. Was davon? Da sage ich dir Tschüss und das ist der Dank. Sollte vielleicht nicht ganz so fahrlässig sein. Hält aber ganz schön viel aus. Ne, hier war ich schon. Ja, ja. Natürlich komme ich so nicht rüber. Da geht's lang, oder? Ja, hier bin ich richtig. Hm? Kann ich da durch? Nee, offensichtlich nicht. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Scheiß doch auf die... Nein! Ihr Hunde! Ich sollte vielleicht besser spielen. Hä? Hinter mir. Ich meine, da oben. Das heißt, ich muss an denen vorbei. Ja, geil, hätte ich das gleich gewusst. Ach, komisches Smogon. Ist das Geräusch lauter? So, da rüber. Lässt du mich in Ruhe? Nein! Oh. Lass mich doch in Ruhe! Komisches Smogon! Ich will da rein. Und da durch. Zurück zur Eiswüste. Ah, danke. Jetzt nur hoffen, dass ich hier irgendwo weiterkomme, bei diesen komischen Plattformen da.
Das ist der von Pendrana. Ist wieder eine Schicht da? Nee. Ach, wie herrlich. War irgendwo ein Speicherpunkt. So, da drüben auf der anderen Seite. Dem, was die Viecher in Magma mir gerade angetan haben. Danke. Außerdem speichere ich gerne. Das weiß jeder. Missiles. Ne, jetzt habe ich 18. Okay, lass mal schauen. Da links oben geht's lang. Von da komme ich gerade. Ich könnte da lang. Das heißt, ich muss jetzt da links oben lang. Da hoch. Bin ich schon da? Nee. Stimmt, jetzt muss ich darüber. Vielleicht etwas näher rangehen. So, bitte lass es gelingen. Oh, danke. Ist das das nächste oder das da hinten? Das da hinten ist, glaube ich, zu weit weg, als muss ich zu dem. Ach, danke. Ich kenne den Weg wieder. Hoffe ich zumindest. Oh, nee. Ich bin doch hier richtig, ja. Ja, geil. Willst du mich verarschen? So. Ich gehe so durch. Ja, ist mir egal. Bekomme die Energie sowieso irgendwann wieder zurück. Was ist das da? Bin ich jetzt gelandet? Eistempel der Chosu. Au! Eistempel. Das Teil da ist bestimmt ein Bösewicht. Natürlich ist es ein Bösewicht. Falscher Knopf. Richtig gekillt? Nee, natürlich nicht. Ja, ich will dein Karis nicht sehen. So. Danke. Ich hasse diese Gegner. Die sind eklig. Was bist du denn? Arktischer Parasit, Ausfresser mit kristallener Panzerung. Talonische Parasiten sind abgehärtete Kreaturen, die sich innerhalb von 3 Generationen an jegliche Umgebung anpassen können. Hierfür ist der arktische Parasit ein hervorragendes Beispiel. Seit seiner Anpassung an das arktische Klima hat sich dieser Schmarotzer zahlreich vermehrt. Als Allesfresser kann ihn auch in Gebieten existieren, die für die meisten Arten lebensbedrohlich wären. Ich bin lebensbedrohlich für dich. So sind die Teile. Moment. Da hoch? Sie ist doch zu weit weg, oder? Ja. Ah, so. Eis? Schutzeis?
Hallo, dich will ich. Meine Zeit ist schon wieder fast zu weit. Meine Zeit ist fast zu weit, haha. Da oben ist auch was. So, da oben muss ich hin. Komme ich da überhaupt so hin? Was ist das? Diese Statue stellt einen Josu dar, der einen mystischen Gral in seinen Händen hält. Einen mystischen Gral? Das Teil da? Ich müsste irgendwie da hoch auf das Teil. So, da geht's noch weiter. Weg. So ist es natürlich leicht mit dem Doppelsprung. Da oben ist auch was. Jetzt ist das jetzt gut, dass ich hier noch mal eins höher kann. Ja, für irgendwas wird schon gut sein. Diese Skulptur stellt einen Baumeister ja schon so dar. Sie ist in einem makellosen Zustand. Alles klar, interessant. Das habe ich schon gesehen. Hä? Nicht? Na geil. Dann halt nicht. Das muss doch irgendwie kaputt gehen. Wenn ich schon so büste, die einen Schaman darstellt, zieht ein Sperrgitter-Symbol, ist in der Stirn angerührt. Mein Antlitz zu passieren, mein Ebenbild zu finden musst. Sein Antlitz. Das heißt, das ist so ein Suchrätsel wieder. Kann ich da irgendwie auf? Nee. Anscheinend nicht. Ich muss sein Antlitz finden, okay. Hier ist aber nix. Ich denke irgendetwas, was da drin ist, aber ich komme da nicht rein. Hallo, roll anständig. Ich will nicht wieder so eine Rätselsuchaktion. Boah, bis ich das jetzt wieder gefunden habe. Sehe ich jetzt nichts auf die Schnelle. Diese Statue, das ist ein Antlitz. Oder vielleicht die da? Sind die gemeint? Den habe ich schon gescannt. Steht ein Philosophen, der schon so da. Basin scheint vereist zu sein. Das darin erhaltene Wasser stammt aus dem Mund der Statue. Kriege ich aber nicht auf. Ich
In der Statue scheint an dieser Stelle eingefroren zu sein. Ja, eingefroren und weiter. Bin ich hier überhaupt richtig jetzt? Naja. Das lassen wir mal auf sich beruhen. Ich würde sagen, das war Metroid Prime. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fett euch!